Andreas, du sagst, weil ich Bleicheröder bin. Andreas, hast du es gehört? Weil ich Bleicheröder bin. Genau, sagst du dann. Aber ganz bitte schön. Und Moritz, los. Der Beginn, weil ich Bleicheröder bin. Andreas, das ist noch nicht der Schluss. Ach so. Es war Stadtfest in Bleicherode. Und durch einen dummen Zufall, dummer Zufall klingt irgendwie blöd, aber es war ein dummer Zufall. Schöner Zufall, habe ich Marion entdeckt. Ich dachte, Mensch, die kennst du doch, die hast du irgendwo schon mal im Fernsehen gesehen. Und dann bin ich dahin mit meiner Freundin Katharina und dann haben wir die einfach angesprochen. Die Idee stammt von Hans und das Einzigartige an der Idee ist, dass es das noch nie gegeben hat. Eine ganze Stadt macht einen Film. Ich habe nur aus Spaß mal gesagt, falls er meinen Komparsen sucht, ich springe gerne mal durchs Bild. Und so kam eins zum anderen. Hans meinte, klar, mach mal, können wir gerne tun. Du bist dabei, wir drehen hier im Film mit Bleicherode. Und jetzt sitze ich hier und bin total aufgeregt und bald ist es soweit. Das Wichtigste ist bei diesem Projekt, dass es nur gemeinsam geht. Nur gemeinsam schaffen wir dieses Projekt wirklich auf die Beine zu stellen. Hans und Marion geben mir Wissen, die Technik, das Geld, das Drehbuch, die Ressourcen, alles, was wir benötigen von professioneller Seite aus. Aber hauptsächlich soll ja der Film aus Bleicherödern bestehen oder sollen hauptsächlich Bleicheröder in diesem Film mitspielen. Und das finde ich natürlich toll. Da bin ich mal gespannt, was Hans aus uns allen rausholt. Bleicheröder. Das tut mir leid. Ich finde es halt einfach eine tolle Erfahrung, eine tolle Chance. Und wir werden, wo wir unterstützen können, natürlich unterstützen. Also ich bin definitiv beim Casting dabei und hoffe auch, dann da auf jeden Fall mithelfen zu können. Ob das jetzt vor oder hinter der Kamera ist, ist erstmal nebensächlich. Auf jeden Fall bin ich da komplett dabei. Der Hammer an sich, also ein Bleicheröder dreht in Bleicherode einen Film. Ich meine, besser geht's doch gar nicht. Das ist jetzt nicht irgendeiner, der daherkommt und sagt, ja, ich habe jetzt Bock, mal in Bleicherode einen Film zu drehen. Das ist Hans-Günther Bücking, geboren in Bleicherode und kommt zurück und sagt, ich habe mich wieder in meinen Heimatort verliebt. Ich möchte hier was machen mit euch Bleicherödern. Und das ist doch toll. Los, also, noch einmal und jetzt okay, nicht lachen. Jetzt reißen mich echt zusammen. Also jetzt ist wirklich echt, geht echt das versprochen. Nicht weiter. Ich muss noch mal den Satz lesen. Wir suchen ganz viele Leute. Der Casting-Aufruf läuft bereits seit ein paar Tagen. Und am 7. Januar ist es dann endlich soweit. Ab 10 Uhr gibt es bei Kultur Floral in unserem schönen Blumencafé das Casting. Es können dort alle Leute hinkommen, die Bock haben, einfach mal in einem Film mitzuspielen. Von jung bis alt darf jeder dabei sein und sich da engagieren und mal zeigen, was man so drauf hat. Könnte man auch so durchstarten. Als großer Filmstar. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei dir. Oder bei dir. Dankeschön, darauf habe ich gewartet. Ja. Soweit ich weiß, werden da sicherlich auch 2, 3 Profischauspieler dabei sein. Aber ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass die uns mal so ein bisschen die Richtung zeigen, wo es lang gehen könnte. Weil ich gleich... Ich war froh, dass ich da eins geschafft habe. Kommt zum Casting, fühlt euch wohl, zeigt, was ihr könnt, lasst uns das Ding auf die Beine stellen. Bleicherode, eine Stadt lebt Kino.